Servus, Messerfreunde und Servus Daniel vom Kanal Daniel B1993. Danke dir, Daniel, dass du meinen Kanal bei deinem letzten Video gepusht hast. Sehr nett von dir. Jetzt habe ich über 50 Abonnenten, vorher waren es um die 30. Ja, wir halten natürlich zusammen, ich freue mich für den Daniel sehr, er freut sich für mich über unsere Videos, auch von anderen YouTubern in dieser Messeszene gibt es kein Konkurrenzgespür oder sonst was. Ja, muss wieder mal erwähnen, es ist schon eine tolle Szene. Daniel, ich würde sagen, wir machen einfach so weiter wie gehabt mit unseren Videos. Also, danke nochmal. So, das zu dem. Und ich habe versucht, hier etwas schön zu dekorieren. Weil hier liegen wirklich ein paar sehr schöne Messer. Ja, das sind in meiner Sammlung meine schönsten Messer. Zum einen wollte ich die nochmal in die Kamera halten, haben es verdient, nochmal gezeigt zu werden. Hier das schöne Perceval L08 mit Wüsteneisenholz, Griffschalen. Sehr schöne Form hat dieses Messer. Ja, ist für mich persönlich mein schönstes Messer in meiner Sammlung. Ja, machen wir bei Perceval weiter. Das schöne Lethier. Auch eine sehr schöne Form im gesamten Wüsteneisenholz. Griffschalen wieder. Finde ich ein klasse Griffmaterial. Dieses Messer wird mich aber morgen verlassen. Ja. Zu dem Warum komme ich später noch mal. Machen wir mit Wüsteneisenholz weiter. Ein Feldkniven W Mainz. Rohling war das. Habe ich die Rohklinge bestellt und diese Griffschalen aus Wüsteneisenholz mir vom Steffen Meyer Messermacher drauf machen lassen. Super schönes Messer jetzt. Ja, das Umnum Zahn, auch ein einzigartiges Messer. Sehr schönes Messer finde ich auch. Ja, diese Messer, was hier liegen, sind alle sehr schön, wunderschön. Auch schön teuer. Ja, sind schöne, teure Messer. Diese Messer sind irgendwie auch Luxus. Damit meine ich, wenn ich mir ein Messer kaufen will, weil ich ein Messer unbedingt benötige, würde ich in erster Linie jetzt keines von diesen Messern wählen. Messer benötigt man, ja. Mein bester Alltags-User ist dieses Feldkniven W Mainz. Kommt optisch irgendwie jetzt nicht an diesen Messern ran. Ja, ist ein Gebrauchsgegenstand. Also brauchen durch von diesen Messern keines unbedingt. Ich habe mir diese Messer gekauft, weil ich sie so schön finde. Ja, weil ich sie mir auch leisten kann. Ne? Also
Ich liebe Messer, mir gefallen diese unwahrscheinlich gut. Ja, ich bin Gott sei Dank, dafür bin ich sehr dankbar, in dieser glücklichen Lage mir so weit solche Messer leisten zu können. Und dieses Thema wollte ich einfach mal anschneiden. Ich finde, es schadet wirklich nicht, sich einmal, oder sagen wir so, immer wieder sich bewusst zu machen, wie gut dass es uns eigentlich geht. Und ja, in vielen Ländern der Erde wären viele, viele Menschen froh, wenn sie nur eines von unseren, oder in diesem Fall von meinen Messern, besitzen würde. Ich habe jetzt ungefähr, ich weiß jetzt nicht auswendig genau, wie viele Messer ich jetzt besitze, aber es sind, lass es 35 sein, 35 Stück oder so. Und einige davon sind ziemlich teuer. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele Euros in Messern ich jetzt besitze, ist jetzt auch egal, aber ihr wisst, glaube ich, auf was ich hinaus will, ungefähr, also ja, es ist so, ich habe einen Thailand-Urlaub mal gemacht und in Thailand gibt es auch viele arme Menschen und ja, die besitzen fast nichts, sind trotzdem glücklich. Und ja, da kommt man dann wieder mal drauf, wie viel man eigentlich besitzt, wie viele Messer man besitzt. Und wirklich nutzen, brauchen, tut man nur ganz wenige davon. Ja, nach diesem Urlaub, da war ich zu Hause, habe ich den Entschluss gefasst, mich von fast allen Messern zu trennen, nur die nötigsten, allerliebsten bleiben. Ich hatte mal angefangen, einige in den Messermarkt zu stellen. Ja, ich war 2 Wochen oder was zu Hause, kam wieder der Alltagstrott. Die alten Gewohnheiten, alle Messer liegen vor einem, griffbereit. Ja, ich sage jetzt mal, die Sucht, die Messersucht, wie man das so nennen kann, hat mich wieder vollgepackt und ja, habe mir wieder Messer gegönnt, gekauft. Jetzt vor kurzem hatte ich automatisch begonnen, ohne viel darüber nachzudenken, mich von Messern zu trennen, die mir persönlich ja, einfach nicht mehr so viel bedeuten, ja, und nicht so viel bedeuten wie diese hier, dieses WM1. Diese Messer werden nicht mehr gehen, das weiß ich einfach. Aber ich besitze ja sehr viele Messer, muss ich sagen, ja. Aber ich habe schon einige verkauft jetzt und in Zukunft werde ich mir einfach viel mehr Zeit lassen, bevor ich mir wieder ein neues Messer kaufen werde. Ja, das wollte ich auch weitergeben, einfach ja, zu empfehlen, nicht zu schnell bei einem Messer zuzuschlagen, 1-2 Nächte drüber schlafen oder wie auch immer. Ich habe mir auch schon viele Messer zu schnell gekauft, bin wieder drauf gekommen. Es gibt mir doch nicht so viel. Ja, einfach bewusster Messer sammeln, sage ich mal.
Ja, es ist ein bisschen schwieriges Thema, dies in einem YouTube-Video rüberzubringen, ohne mit jemandem darüber zu diskutieren. Aber es ist eigentlich schon so, Besitz sollte nicht unbedingt der Grund sein, dass man glücklich ist, ne? Also materielle Dinge sollten nicht in erster Linie einen glücklich machen. Sicher, sie ist sehr schön, diese Messer zu besitzen, sie auch zu benutzen natürlich. Ja, diese Messer geben mir schon sehr viel. Die machen mich auch, ja, glücklich. Weiß nicht, bin froh, sie zu haben. Mir gefallen sie sehr gut. Ja. Also, wie gesagt, ich werde mir einfach jetzt viel, viel mehr bewusster an die Sache rangehen, ans Messer sammeln. Viele schöne Stücke werde ich behalten, ja, aber was mir nicht so viel gibt wie diese Messer, ja, davon werde ich mich trennen und ja, das Wort, was es eigentlich trifft, ist bewusster zu leben, ja, allgemein auch. Ja, man, es ist auch so, wo würde das hinführen, ne? Wenn man ständig den Drang hat, sich Messer kaufen zu wollen, das ist ein Ende nie. Und ja, Messer zu kaufen, ja, ist wieder irgendwann wieder mal weit, einige zu verkaufen. Sicher ein neues Messer zu kaufen, jeder kennt das. Man ist eine Zeit lang happy, glücklich. Vor allem das Messer auszupacken, man freut sich riesig drauf. Irgendwann mal ist die Freude nicht mehr so, wie sie mal war. Ein neues Messer soll her. Sicher macht auch Spaß, natürlich. Ja, gut. Darüber wollte ich einfach mal etwas reden, ja, das weitergeben zu versuchen. Ich hoffe, ihr versteht etwas, wie ich das Ganze meine. Ja. Man sollte sich einfach wieder bewusst machen und dankbar sein, dass man sich solche Sachen leisten kann. Ist ja nicht nur bei Messern so, nicht bei uns Messerfreunden. Unser Hobby ist, sind Messer. Andere, ja, kaufen sich Ferraris oder was, ja. Aber für uns geht es ja um Messer. Und das wollte ich einfach mal erwähnt haben. Es schadet natürlich nicht, sich mal damit etwas zu beschäftigen. Ja. Ein Gentleman Folder reicht mir, ein schöner, der gefällt mir persönlich besser. Ich bin ja nicht so der User von diesen Messern. Benutzen tue ich fast ausschließlich momentan nur dieses Messer. Also, das hat schon einen Käufer. Das wird mich morgen verlassen. Zum Beispiel, ja. Mal sehen, was so bleibt. Mal sehen, was so geht. Okay. Ich belasse es dabei. Ich hoffe, ihr versteht, was ich diesem Video weitergeben versuche. Danke fürs Zusehen, sage ich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.